Nur ein kurzer Gedanke. Wie immer willkommen zur neuen Ausgabe meiner Serie Nur ein kurzer Gedanke. Schon oft habe ich darüber gesprochen, über das Thema, wem eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse gehören. Wenn Sie mal in einen alten Gedanken von mir schauen, ich verlinke den nochmal, dort habe ich nochmal versucht deutlich zu machen, inwieweit eigentlich dem Bürger viele, viele Ergebnisse der Wissenschaft gehören und sie auch das Recht haben, zu erfahren, was mit diesen Geldern passiert, denn viele der Forschungen sind durch Steuerzahler finanziert. Und das ist auch prima so. Und ich finde auch, dass das extrem wichtig ist. Das sage ich nicht nur als Wissenschaftler, sondern als jemand, der an neuen Ergebnissen interessiert ist. Worüber ich jetzt sprechen möchte, ist das Selbstverständnis als Wissenschaftler. Also wo fängt eine Studie an und wo hört eine Studie auf? Wenn ich jetzt, nehmen wir das Beispiel der Gerontopsychiatrie und nehmen wir das Beispiel der Demenz. Angenommen, ich erhalte Forschungsgelder, um festzustellen, ob eine bestimmte Art und Weise, um mit Demenzkranken umzugehen, zu einer besseren Lebensqualität führt. Ja, dann mache ich diese Studie und am Ende der Studie, wenn die denn sozusagen fertig ist, versuche sie zu publizieren. Ich versuche sie in internationalen Journals zu publizieren beispielsweise. Das ist der normale Weg, den Wissenschaft geht. Wir wissen aber alle, dass diese internationalen Journals natürlich nicht von normalen Bürgern, die diese Studie bezahlt haben und für die Ergebnisse so unglaublich wichtig sind. Also die lesen natürlich keine internationalen Journals, die erstmal nur in englischer Sprache und dann häufig auch in einer Wissenschaftssprache sind. Was ist also, und darum rede ich heute über das Selbstverständnis von den Wissenschaftlern und was bedeutet es, eine Studie durchzuführen? Normalerweise ist eben halt an dieser Stelle für viele Wissenschaftler Schluss. Sie publizieren diesen internationalen Journals, die dafür sorgen, dass sie auch selber mehr Reputation bekommen als Wissenschaftler und so weiter. Dagegen spricht ja auch gar nicht. Ne? Aber wenn Sie zum Beispiel eine Professur irgendwann übernehmen wollen, dann wird natürlich danach geschaut, wie viel Publikationen Sie haben, in welchen Fachzeitschriften, in welchen renommierten Fachzeitschriften Sie publiziert haben. Ich bin allerdings anderer Meinung. Eine Studie hört nicht mit der Publikation in wissenschaftlichen Journals auf, sondern in meinen Augen darf eine Studie erst aufhören, wenn sozusagen der Inhalt der Studie, die Ergebnisse der Studie zielgruppenadäquat übertragen worden sind, nämlich an die Menschen, die es zum einen bezahlt haben und zum anderen aber auch an die Menschen, die sich dafür interessieren und für die es notwendig ist. Die vielen Angehörigen, die vielen Demenzkranken, die vielen Pflegenden und so weiter. Und darum meine ich, müsste gerade wenn Forschungsgelder vom Staat kommen, ja, von staatlichen Instanzen kommen, dann muss jemand, der diese Forschung durchführt, zusagen, dieses Wissen an die Stellen zu verbreiten oder an den Stellen zu verbreiten, an denen es gebraucht wird. Dazu gehört eben halt auch, in einem Radio vielleicht Interview aufzutreten und von der Forschung zu erzählen. Dazu gehört, in Pflegemagazinen beispielsweise zu publizieren und zwar wiederum auch entsprechend oder die Sprache entsprechend zu nutzen, die man dort nutzen kann. Dazu gehört, in die Bevölkerung hineinzugehen und auf Vorträgen für die Bevölkerung die Ergebnisse, wenn es denn relevante und wichtige Ergebnisse sind, darzustellen. Das heißt, eine Studie darf erst aufhören, wenn dieses Wissen auch an die entsprechenden Stellen transferiert ist. Darum meine Forderung, jede Studie, die staatlicherseits, also über Steuergelder finanziert wird, jede dieser Studien muss zum Inhalt haben, dass bei Beendigung der Studie die Ergebnisse auch dort landen, wo sie gebraucht werden. Und nicht nur bei anderen Wissenschaftlern, sondern eben halt auch beim Endverbraucher. Und die Durchführenden einer solchen Studie haben dafür zu sorgen, dass das auch gemacht wird. Entweder machen sie es selber, wenn sie es können, oder sie beauftragen Menschen, die es können, damit dieses Wissen tatsächlich weiter zu verbreiten. Das wäre meine Forderung. Übrigens eine Forderung, die ich auch schon gestellt habe in einem Artikel, den ich geschrieben habe,
über ein Bündnis für angewandte Pflegeforschung. Auch dort fordere ich genau das. Und genauso gehört es, finde ich auch, könnten Stiftungen überlegen, wenn wir dieses Geld ausgeben, damit bestimmte Studien gemacht werden, dann müssen sich diejenigen auch, die die Studie durchführen, dazu verpflichten, die Ergebnisse entsprechend den Gruppen, für die es wichtig ist und adäquat ist, zu transportieren. Was meinen Sie dazu? Also ich denke, das ist einfach wichtig. Wir haben es bezahlt. Wir Bürger bezahlen viele dieser Studien. Und es ist einfach auch, und darum ist es auch mein Appell an Wissenschaftler, es ist einfach wichtig, die Ergebnisse zu verbreiten. Und die Studie endet nicht dort, wo ich selber als Wissenschaftler publiziere und nur ich häufig etwas davon habe. Natürlich andere Wissenschaftler auch, aber es muss auch an den Endverbraucher kommen. Und ich habe eine Verantwortung in meinen Augen dafür, dass das passiert. Schreiben Sie mir gerne, was Sie von diesem Gedanken halten. Schreiben Sie es mir vielleicht, wenn Sie Wissenschaftler sind. Schreiben Sie es mir, wenn Sie Bürger sind oder was auch immer. Bürger sind wir ja alle schließlich. Aber mich würde interessieren, wie Sie darüber denken. Nur ein kurzer Gedanke.